Ja, und wir sind wieder zurück bei Dark Souls. Mann, ich will mal Dark Souls sagen, Entschuldige. Dead Space. Mann, Mann, Mann. Verspreche mich immer wieder. Wir sind jetzt hier bei der großen Kammer. Also vor uns liegt eine große Kammer. Bin gespannt, wohin das uns führt. Und es gibt anscheinend noch ein paar Überlebende. Kann's ja nicht. Ja, ich bin schon geistig bereit, was vor uns liegt. Und ich weiß, was uns vor uns liegt. Oder? Guck mal kurz auf die Karte. Ja, mir ist bewusst, was jetzt vor uns liegt. Gucken wir uns die Munition an. Sieht gut aus. Abstart. Wuhu! Hochfahren. Gucken wir uns aber lieber hier nochmal um. Hier ist nichts. Ein bisschen noch Munition. Perfekt. Sieht auch sehr freundlich aus, oder? Ach, diese Sounds, ey. Ah, scheiße, 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 ich war zu schnell, ich war zu schnell. Gleich wie auf der anderen Seite, ey. Schon aufgehört.
Ey, war mir gerade nicht so sicher. Oh, hauen wir bloß ab hier. Siehst du das? Hast du ihn? Oh ja, hab ich. Gott, du hast ihn. Ja, hab genau ich. Das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Kann ich runterfahren? Bitte. Da vorne ist die Tür. Okay. Also Durchgang. Bum, 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 bang, bum. Kacke, ey. Okay, was haben wir hier zu finden? Munition. Das. Und das. Okay. Alter, ein paar Heilmittel wären super. Oh, ich muss mal auf die Uhr gucken. Okay. Los hier raus. Wow. Los hier raus. Hä? Isaac, hier drüben. Ich habe versucht, sie anzurufen, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Ja. Sie geht hier raus. Bringen Sie den Kern zum Schatten und lassen Sie nicht auf mich. Oh nee. Nein! Nein! Er war so ein guter. Oh, scheiße. Langsam, langsam, wird langsam. Stirbst du mal? Komm schon! Aber das Vieh ist sogar in Schwarz existiert. Mann, wie ich das Vieh hasse, ey. Wenigstens ist es tot. Ich habe sämtliche Vitalsignale von Hammett verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Na toll. Du warst ja auch so hilfreich. Du warst ja auch die ganze Zeit auch so hilfreich, ey. Ab, wir müssen raus, raus, raus. Also, kritisches Versagen der Treibstoffeinheit. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Schon kann's ja nicht. So, das meinte ich jetzt. Wir müssen fliehen. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinheit. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, ich bin ja schon dabei, Mann. Klar, ein Fahrstuhl neben wäre eine Explosion und wenn es brennt. Busch, wie oft heißt es im Fahrstuhl, bitte bei Bränden nicht benutzen. Hä? Oh. Wir fahren und fahren und fahren. Ach so, da. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hui. Okay. Hau mich bloß ab, ey. Lauf, Isaac. Schwerelosigkeit. Ende des Vakuums. Boah. Wir denn jetzt eigentlich hin? Ja.
sagen, warum jetzt auch die Viecher jetzt hier drin sind? Also du kannst es mir jetzt gerade nicht sagen, du lieber Zuschauer, der bei mir gerade hier... Ach, scheißegal. Fuck. Ich kaufe selten Lehm ein, aber jetzt ist es wirklich mal ratsam. So, machen wir das noch voll. Wir gehen weiter. Scheiße. Es ist ja auch schon tot, ey. Hauen wir bloß ab von hier. Oh, Kapitel beendet. Kapitel 9. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Abgeschlossen. Yay. Wuhu. Wollen Sie speichern? Ja, wir wollen speichern. Ja, das möchten wir. Jo, das wollen wir auch. Kapitel 10. Das Ende aller Tage. Das hört sich toll an. Motiviert ein. Besatzungsdeck. Ich habe gerade Bestattungsdeck gelesen. Dummer Witz. Mit ihren Rig upgraden. Ja, ist uns klar. Ey, die Tipps, ey. Immer bei solchen Spielen, die Tipps sind so unbrauchbar. Wer benutzt das? Wirklich mal. Kommentiert das doch mal. Wer benutzt die Scheiße? Oder liest es sich immer durch? Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es 3, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Toll. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Das sieht schon ziemlich freundlich aus, oder Leute? Kerzenschein und all die Leichen. Wer singt das? Twinkle, twinkle, little star. Ach, ich mag das Lied, das ist so gruselig, aber ey. Arme Schweine. Das alles nur wegen diesem Marker hier. Also, nachgebauten Marker. Diese Schrift, nee. Müssen da hoch. Klar. Haben wir vielleicht neue Klamotten? Nein, haben wir nicht. Ich will mir das Geld sparen für einen neuen Anzug. Also natürlich hoffe, dass wir den auch bald bekommen. Vielleicht werden wir auch den nie bekommen. Wer weiß. Gemeinsam werden wir auferstehen. Sorry, ich war ein bisschen schnell. So viel Text ist das jetzt auch nicht. Naja. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Hallo? Danke. Wir sind geradeaus lang. Ich werde erstmal nochmal hier speichern. Wir haben auch keinen Knoten, also bringt es nichts.
mag die Atmosphäre hier. Ab Kapitel 10 ist die Atmosphäre ziemlich geil. Oh nein. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation, ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen? Okay. Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Manche Menschen sind wirklich krank, wenn sie an etwas glauben. Ja, das weiß ich selbst. Eigene Erfahrung. Aber warum macht er es nicht selbst an sich selbst, wenn er so überzeugt ist davon? Sorry, aber... Hat er selbst ein bisschen Schiss? Glaube ja. Ah, jetzt. Mann. Manchmal ist das Spiel auch ziemlich buggy. Also die PC-Version. Konsolen-Version gar nicht. Muss ich mal ehrlich zugeben. Und mein PC hält das aus. Oh, nicht so wieder so eine Kriecher. Oh, nee, so eine Explosivteile. Die sind nicht meine Freunde. Genau, haut bloß ab. Haut bloß ab! Hey, da unten sind Knoten. Fahren wir mal runter. Alter. Alter, komm, hau weg die Scheiße. Seh dich. Sind sie alle tot? Es ging mal einmal wenigstens mal schnell. Nee, sei mal. Ich mag die Viecher gar nicht. Ganz ehrlich, da ist jeder Gegner mir lieber als Ditte. Toll. Schnauze. Ich hab dir nur geholfen. Jetzt wieder hoch, Alter. Toll. Ach, das ist ein ekliges Zeug, ey. Das ist aber wie im Winter, im Herbst mit einem scheiß Laub, ey. Ich bin kein Fan von sowas. Heilmittel. Praktisch. Okay, wo müssen wir lang? Mr. Clark. Ah. Ich muss mit Ihnen reden. Okay. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich! Okay. Werden wir machen, oder? Also der Doktor kommt halbwegs panisch, aber auch sympathisch rüber.
wie das geht, praktisch, wenn man beides sein kann. Oh Leute! Das hat nie ein Ende. Schnell heilen. Nein. Aus, aus, aus. Ist jemand tot? Alter, warum habe ich mit dem Vieh so viele Probleme, ey? So, jetzt ist es aber tot. Alter. Falter. Komm, Heilmittel. Nur so ein Vorschlag von mir. Ach, scheiße. Ich mag das Vieh echt nicht. Nochmal eine andere Waffe. Klar, wir müssen durchstehen. Fahrstuhl, der gerade noch zu ist. Wobei, er wollte es ja uns auch aufmachen, ne? Dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Ich hoffe, der macht das jetzt auch hier uns auf, sonst wüsste ich nicht, wie wir hier durchkommen. Achso, wir haben auch einen Schlüssel gefunden, ne? Wir fahren jetzt nach unten. Hui. Schon, nimm die Munition. Nimm die Munition, genau. So, guck auf die Uhr. Wir machen jetzt hier mal einen kurzen kleinen Stoppchen und wir sehen uns gleich beim nächsten Part. Ich bin euer Konso. Bis dann. Ciao, ciao.